Hallo YouTube. Es ist soweit. Wir haben das Update, das lang ersehnte ist da, Point Hope. Und es gibt ein Easter Egg in Point Hope. Dieses Easter Egg konnte ich bereits schon spielen. Auch ich habe da einen Tipp bekommen. Und es war tatsächlich nur Tipps. Es war kein vollständiger Spoiler. Ich kann verstehen, wenn Menschen sich spoilern lassen wollen oder das nicht rätseln wollen, sondern nur das Ergebnis haben möchten. Da es jetzt schon bereits Videos dazu gibt von Kollegen, offiziellen Phasmophobia-Content-Creatern, habe ich mich dazu entschlossen, auch ein Video zu machen. Aber ich werde das so versuchen zu schneiden und umzusetzen, dass es für euch eher eine Möglichkeit gibt, wenn ihr nicht weiterkommt, einen Tipp zu bekommen an der Stelle, wo ihr gerade seid. Ich möchte appellieren, dass ihr euch die Freude an diesem Easter Egg nicht nehmt, indem ihr euch das komplett spoilern lasst. Jo. So, was wir brauchen, ist eine Taschenlampe und ich empfehle eine T2 oder T3 UV-Lampe. Knicklichter ist jetzt mittlerweile T2 und nicht T1. Tipp Nummer 1. Seht euch diese Muscheln an und sucht entsprechende Gegenstände im Haus. Spoiler! Es sind die Billardkugeln. Und wir nutzen grün, blau und orange. Und erhalten den Schlüssel. Siehe, der Schlüssel. Tipp Nummer 2. Ihr müsst hier oben hin und hier reingehen und das aufmachen. Spoiler! Das entsprechende Zahnrad findet ihr eine Etage drunter, hier vorne. Und müsst es einfach einsetzen. Und hier oben macht es dann klack, klack. Hinweis oder Tipp Nummer 3. Wir müssen was außerhalb machen. Spoiler! Wir müssen die Glocke läuten. 1, 2, 3. Wusch. Hinweis oder Tipp Nummer 4. Das Spiel sagt uns, was wir als nächstes machen müssen. Mit der Glocke haben wir das Feuer da drüben entzündet. Spoiler! Der Kamerad hier möchte mit UV angeleuchtet werden. Und wir haben die verlorenen Seelen. Die der Leuchtturm via UV zeigt.
Wenn ihr dann wieder zurück seid, erhaltet ihr direkt als besonderes dieses Achievement. Neues Level freigeschaltet, Fährmann der Ertrunkenen, akzeptieren. Und dann könnt ihr das hier drunter nutzen. Und es sieht mega schick aus. Wenn euch das gefallen hat, wenn euch das vielleicht auch nicht ganz gespoilert hat, ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal.